Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, hier in unserem Format Naturmedizin. Wir reden heute über intelligente Freizeitbeschäftigung zum Wohle unserer Gesundheit. Das heißt, wirklich auch Bewegung zu machen, Sport zu treiben, vom Laufsport, Yoga, Golfen, weiß Gott was alles. Und wir suchen hier mal, dass man es nicht übertreiben sollte, um langfristig auch nicht darunter zu leiden. Ich persönlich jogge und habe auch das Gefühl, wenn ich im Joggen bin, übertreibe ich es immer maßlos, bin total übersäuert, ich mache vieles falsch, ich weiß, aber ich bin auf dem Weg. Und genau deshalb machen wir heute auch mal eine Sendung, um zu reflektieren, was man in einem Sport ändern sollte, um langfristig nicht Probleme zu kriegen. Nach dem Intro legen wir los. Ja, und da sind wir, und jetzt darf ich Ihnen auch meinen Gast zeigen. Er kennt sich sehr gut aus im Bereich des Bewegungsapparates. Er ist der Begründer, der Vater der Spiraldynamik, und heute ist er da, der Dr. Med. Christian Larsen. Ganz herzlich willkommen, lieber Christian. Ja, hallo Alexander. Ja, man sollte nichts übertreiben, he, im Sport. Ja, und gleichzeitig will man den Körper fordern, damit der Muskel wächst am Widerstand und auch das Immunsystem, ja, wächst an der Herausforderung, und das gilt natürlich auch im Sport. Also man kann zwei Fehler machen, man kann überfordern oder unterfordern, aber wir wollen den Körper fordern, aber das intelligent. Und da braucht es nicht so, dass man sich auskotzen muss beim Sport und mit Zahnfleisch zurückkommt. Das kommt drauf an. Das kommt auf die Leistungsstufe drauf an. Da gibt es so die Leistungspyramide, 60% im regenerativen Sport. Also ich bewege mich, mache einen lockeren Waldlauf und so. Und dann 30%, wo ich wirklich trainiere, Aufbautraining, das System fordere, und 10% Abruf der Topleistung. Und der größte Fehler, den man machen kann, oder ich bin im Büro, bin gestresst, habe das Laktat schon bis am Hals vor lauter Stress und sage so, jetzt gehe ich über den Mittag, gehe ich eine Stunde joggen, und dann im oberen Bereich oder und abends keine Zeit mehr für irgendwelche andere Bewegung, das ist ungesund. Dann baut man das Cortisol auch gar nicht mehr ab, oder? Richtig. Man geht auch so ins Bett, oder? Und das ist ja ganz katastrophal. Das hat mir mal der Dr. Kurt Mosetter auch so erzählt. Und im Bereich der Proteco-Atmungstechnik habe ich auch mal gehört, sobald man den Mund aufmacht zum Atmen, hat man verloren. Dann ist man eigentlich wieder in der Laktatbildung und produziert Milchsäure. Also die Nasenatmung versus Mundatmung hat noch ganz andere Dimensionen. Also grundsätzlich soll man durch die Nase atmen. Wenn ich durch die Nase atme, dann ist die Luft schön warm. Das ist wichtig im Winter. Sie wird angefeuchtet. Das ist wichtig, wenn es trocken ist. Und das wissen viele nicht. In den Nasennebenhöhlen wird Stickoxid produziert. Und das schleust dann durch die Nasenatmung, geht in die Lunge, verteilt sich im Blut. Und das ist so der Weichmacher der Gefäße. Das ist ein starkes blutdrucksenkendes Mittel. Dafür gab es auch einen Nobelpreis. Und wenn ich durch den Mund atme, oder, dann habe ich das alles nicht. Und klar, wenn ich ein gewisses wenn ich Maximum erreichen will, oder, dann müssen viele Menschen dann auf Mundatmung umstellen, weil sie zu wenig Luft bekommen. Und wenn ich eben da dann weiterhin trainiere mit der Nasenatmung, dann entwickle ich eine gewisse CO2-Toleranz. Das heißt, mein Körper bleibt auch leistungsfähig, wenn der Kohlendioxidblutspiegel im Blut steigt. Und das hat auch wieder einen Trainingseffekt. Also es lohnt sich wirklich, die Nasenatmung gezielt und konsequent einzusetzen. Da gibt es ganze Bücher darüber, habe ich auch jetzt schon einige gelesen. Ist auch so, eben die Nase geht ja auch auf. Genau. Letztendlich wegen diesem Stickstoffoxid, oder? Ja. Geht sie auf und man kriegt noch mehr Luft und noch mehr Luft und kommt dann eine große Volkskrankheit. Ist ja übrigens diese Nasenspeis die ganze Zeit, oder? Diese? Nasenspeis. Ja. Ja, das genau. Ist ja jeder irgendwo süchtig nach Luft, logischerweise, logisch, oder? Logisch, ja. Das Leben, Atmung, Luft. Gut, also das ist mal so ein Trick. Was gibt's weiteres? Mein Anliegen jetzt ist die Bewegungsqualität. Also wenn ich mit Knickfüßen und X-Beinen durch die Gegend jogge, oder, dann tue ich mir keinen Gefallen. Dann gibt's irgendwann Knie- und Hüftprobleme. Dann gibt's Knie- und Hüftprobleme, ja, weil das Joggen, oder Rücken. Das Joggen, ich mache ja das für das Herz, oder? So, oder? Und da hilft es, wenn ich die Grundprinzipien des menschlichen Körpers verstehe, und die würde ich gern mal mit dir kurz anschauen. Bitte, super gern, danke. Die erste Bewegung, die es gab, ist die Seitbewegung der Fische. Kannst du dir gut vorstellen, oder? Fisch macht links, rechts. Dann mit dem Landgang der
Fische gab es, kamen die Säugetiere, ich mache jetzt einen großen Sprung, oder? Und das sieht man, der Gepard, der, oder in der Landephase und dann, wenn er durch die Luft, ja, sich streckt, dass sie die, bei den Säugetieren ist die Beugestreckbewegung der Wirbelsäule dominant. Mhm. Und dann kam der Mensch als aufrechtgehender Kreuzgänger. Wir sind keine Passgänger, sondern wir sind Kreuzgänger. Das heißt, wir bewegen unsere Wirbelsäule abwechslungsweise nach links und nach rechts beim Joggen. Das ist die Grundlage der Bewegung. So. Ja, und wenn bewegt ich, sich immer. Ja, ja oder? Gut, linkes ja. Bein, rechter Arm und ja. Dann geht's übers Kreuz. Gut, ja. Ja. Jetzt ist es so, dass bei vielen Menschen, oder, findet diese Bewegung in den Beinen und Armen statt und die Wirbelsäule ist steif vom vielen Sitzen. Das heißt, wir rennen dann mit den Gliedmaßen im Kreuzgang, aber die Wirbelsäule, die eine Säule ist, die wirbeln will, oder die links rechts drehen will, die ist eingesteift. Ich habe 7000 Wirbelsäulen vermessen und beispielsweise der Durchschnitt, jetzt so in unserem Alter Anwesende ausgenommen, ist vielleicht 15, 20 Grad Rotation nach links, 50 Grad Rotation nach rechts. Eine Tänzerin oder ein Tänzer macht 50 bis 60 Grad. Also das 3- bis 4-fache. Oder das ist das, was die Wirbelsäule eigentlich kann. Und wenn ich hier mit Rundrücken steif bin, und mache jetzt eine Drehbewegung, sei es im Golf, im Tennis oder auch beim Joggen, dort einfach weniger stark, dann wird aufgrund der Unbeweglichkeit im Brustkorb, wird das auf Nacken und Kreuz verlagert und dann wird dort gehebelt, gedreht und geschraubt und das führt dann zu unnötigerweise zu Abnutzungen. Ich kann das einen Zusammenhang haben, wenn ich die Leute ein bisschen beobachte beim Spazieren, haben die einen richtigen, die Arme bewegen sich vorne und zurück und bei vielen heutzutage bewegen sich gar nicht mehr. Ja. Das also, ist doch dann genau diese Bewegung der Wirbelsäule. Wenn ich eine natürliche Drehbewegung der Wirbelsäule habe, oder, dann schwingen die Arme mit. Und je nach Tempo, oder, schwingen sie mehr oder weniger. Es gibt dann auch diesen so Walking-Stil, oder, wo ich ganz bewusst die Arme heraus, das ist dann eher wieder unnatürlich. Mhm. Aber wenn ich entspannt gehe, ja, dann schwingen die Arme mit. Das heißt, bei denen, die es nicht schwingen, haben sie bereits eine gewisse Wirbelsäule-Versteifung, oder? Das ist, statistisch ist das sicher so, ja, ja. Genau. Jetzt mache ich noch einen kleinen Exkurs. Ja, wir schauen uns mal etwas ganz Kompliziertes an. Mhm. Und zwar ist das hier oder ein Bild, das die Anatomie, schau mal, wie komplex das beim Kopf, die ganze Gesichtsmuskulatur, aber auch der ganze Rückenmuskulatur, wie das aussieht. Das links im Bild, das ist der Drehsitz, ja, klassische Yoga-Position. Und du siehst, das Becken ist in die eine Richtung geschraubt, der Oberkörper in die andere Richtung. Das Becken ist auch leicht ein bisschen schräg, die Wirbelsäule aufgerichtet. Und das Spannende für mich an diesem Bild ist, das ist eine spiralige Verschraubung der Wirbelsäule. Und das ist die gleiche Verschraubung, wie ich sie beim Joggen habe. Nur einfach extrem, maximal ausgeführt. Und das ist eine klassische Yoga-Übung und ich bin ja ganz begeistert von der Intelligenz, die in diesen Yoga-Übungen drin steckt. Ja, dass sie praktisch die Dynamik der Wirbelsäule beim Laufen zu einer Position verdichten, ja, und die dann eine Minute halten. Das ersetzt nicht das Joggen, aber das ist super für die Beweglichkeit im Brustkorb. Und wenn wir das nächste noch anschauen. Ist generell so ein schönes Bild. Gell? Wenn man einfach anschaut. Ja. Unfassbar, wie der Mensch gebaut ist. Und da hatten wir auch wirklich Glück. Wir kooperieren ja mit dem Thieme Verlag und wir haben für dieses Buch den besten Anatomiezeichner im deutschsprachigen Raum, den Karl Wesker, bekommen. Mhm. Ein großartiger Mensch, der da in Engels Geduld. Da ist alles perspektivisch richtig. Also, oder mit. Es ist unglaubliche Arbeit, ja. Und das ist ein Privileg, dass wir da mit ihm zusammenarbeiten können. Ja, ein Künstler, ja, wirklich. Ja. Und hier noch etwas ganz Praktisches, oder? Wenn ich jetzt die Spirale im Bein anschaue, dann sehe ich, oder? Ich habe oben das Hüftgelenk, unten der Fuß und das Knie soll geradeaus sein. Aber damit das Knie geradeaus ist, oder, muss ich das ganze Bein eben richtig verschrauben, nämlich dass ich im Hüftgelenk die Außenrotatoren aktiviere, dass das Knie nicht nach innen wegknickt und im Fuß, dass ich über die Großzehe abroll.
Also oben bei der Hüfte nach außen und beim Fuß über die Großzehe. Wenn ich diese zwei Sachen mache, oder, dann habe ich schon ganz viel gewonnen. Es gibt viele Menschen, oder, da habe ich keine Aktivität dieser Muskulatur, dann knickt das Knie so nach innen weg. Und beim Fuß haben sie kein Abrollen, ja, über das Großzeh, sondern über die Kleinzehe oder irgendwo, oder? Und dann ist natürlich diese ganze Beinspirale verkehrt und das geht nicht schadlos, oder? Da leidet das Hüftgelenk drunter, der Meniskus oder die Sehnen, so. Also es gibt in der Natur, von der Natur vorgegeben, ja, dieses Spiralprinzip im menschlichen Körper, klare Vorgaben, wie ich mich bewegen muss, jetzt beispielsweise beim Joggen, damit das dann ein Leben lang hält. Und wenn ich das verkehrt mache, oder so, also der Oberschenkel nach innen dreht und die Füße irgendwo hin zeigen, oder, dann leidet das System und der Verschleiß ist entsprechend stärker. Okay. Und das ist eine wichtige Erkenntnis bei allen, die Sport machen, dass es eben gewisse Grundsätze gibt, wie bei jeder, ich sage jetzt Maschine, oder? Wir sind ja eine biomechanische Maschine, nicht nur, ja, wir sind ein Bewusstsein in einem Körper, das ist schon klar, aber der Körper hat seine biomechanischen Gesetzmäßigkeiten und wenn man die kennt, joggt sich's besser. Aber bleiben wir jetzt mal vielleicht auch beim Golfer. Ich meine, es ist ja elementar wichtig, wie er seine Bewegung macht. Er kriegt ja auch ganz, ganz andere Schläge hin, wenn er ja letztendlich eine gewisse Flexibilität wieder hat, oder? Das ist eben das Tolle daran. Wenn ich diese Verschraubung, diese Links-Rechts-Verschraubung, wenn ich die einmal richtig gelernt habe, ja, nicht, dass ich irgendwas anders mache, sondern ich bin aufgerichtet, unten stabil, ich habe hier die Beweglichkeit oder und kann jetzt das so verschrauben. Dann kann ich das brauchen beim Boxen und im Karate, ich kann das brauchen beim Joggen, ich kann das brauchen beim Kraulschwimmen, ich kann das brauchen beim Klettern und ich kann das brauchen beim Golfen. Einmal richtig gelernt, überall anwendbar. Und es stimmt, wenn ich die Beweglichkeit in den Hüftgelenken habe, um das aufzudrehen, die Beweglichkeit im Brustkorb, die Beweglichkeit im Schultergürtel, die richtige Armstellung habe, oder? Dann habe ich viel mehr Schwung, ja, weil ich das ganze System spiralig aufgezogen habe, wie wenn ich überall Blockierungen habe. Das wäre so wie eine Velokette, wenn jedes zweite Glied verrostet ist, oder? Dann fährt sich's nicht gut. Und da kann man gezielt eben an der Beweglichkeit über die ganze Kette hinweg, ja, kann man arbeiten. Was sollen wir jetzt machen? Also meine Leute, die Probleme haben, reagieren ja erst jetzt auf diese Sendung hin. Aber ich weiß nicht, ob ich jetzt mich richtig jogge oder richtig bewege und möchte ja eigentlich das auch nicht falsch machen, um irgendwann Probleme zu kriegen, oder? Also wir haben in der Spiraldynamik, so nennt sich die Methode, mit der ich arbeite, der Mitbegründer ich bin, haben wir medizinische Zentren mit Ärzten und Therapeuten. Wir haben aber auch eine Akademie, die Spiraldynamik Akademie mit Sitz in Zürich. Und die bietet Kurse an für praktisch alles, was das Herz begehrt. Also wir haben Einführungskurse, dort kann ich lernen, wie das funktioniert. Ich kann das mehr auf die unteren Extremitäten bezogen oder auf das Joggen bezogen. Also wir haben da ein ganz breites Spektrum, ja, hunderte von Kursen jedes Jahr. Und die andere Möglichkeit, ich suche mir einfach eine qualifizierte Fachkraft in der Nähe und sage, erklär mir mal, wie das funktioniert. Gut. Gehen wir aber mal noch ins Thema Yoga ein. Das hat mich nämlich auch so fasziniert, dieses Bild. Das ist jetzt schon etwas, was eigentlich jedem Bürger gut tun würde, oder? Ja, das Yoga kommt ja aus indischen, hinduistischen Traditionen und ist eigentlich ein spiritueller Weg. Und das ganze Hatha-Yoga wurde von den Yogis im alten Indien erfunden. Wie kann ich in möglichst kurzer Zeit Fitness machen, damit ich den Rest des Tages ungestört meditieren kann. Und bei uns ist es natürlich eine völlig andere Situation. Also wir machen das weniger oder viele Menschen weniger aus spirituellen Gründen, sondern einfach um die eigene Gesundheit, die eigene, ich sage mal, Resilienz, die Achtsamkeit oder zu stärken. Also ich mache so. Und das hat sich das indische Yoga von damals und das Yoga in Indien heute und das Yoga in Europa, das sind drei komplett verschiedene Baustellen. Und da kommt es halt darauf an, was ich möchte. Möchte ich jetzt mich wirklich in meiner Gesamtpersönlichkeit weiterentwickeln mit Meditation, mit Atemübung, Hatha-Yoga?
ja, auch mit der Philosophie, mit der Lebensführung, die ist ja da sehr streng. Ja, die Hinduisten sind nicht wie die Buddhisten so, ich sage jetzt mal, hingebungsvoll und geduldsam, sondern im Hinduismus geht's, im Yoga geht's darum, dass ich meinen Körper kontrolliere. Also geht's um die Kontrolle. Die sind da zum Teil auch sehr extrem. Das ist den meisten Europäern, wenn sie Yoga machen, irgendwie wesensfremd. Und wir haben hier dann in Europa ja es gibt 300.000 Yoga-Lehrer in Deutschland oder eine Palette von Hängematte-Yoga, Wolken-Yoga mit Bauch und Baby oder es gibt nur schon in Thalwil gibt es glaube ich etwa 11 Yoga-Studios, oder? Und da muss man halt schauen, was man will, oder? Und ich würde sagen, es tut jedem Menschen gut, dass er beweglich bleibt. Weil doch habe ich gerade da im Bild gesehen. Also nur schon diese eine Bewegung und eine Minute halten, hast du gesagt. Ja. Ja, das ist natürlich schon etwas. Ich meine, wir haben so viele Muskeln, wo wir sehr einseitig benutzen, oder? Ja, also ich zeige dir das nochmal, oder? Ich kann das auch auf dem Büro machen, wenn ich mich jetzt so hinsetze, oder? Und drehe mich so, oder? Dann habe ich einen Drehsitz gemacht, aber ich schade mir eigentlich mehr, als dass ich mir nütze. Wenn ich aber jetzt zuerst das Becken schön aufrichte, verschraube, die Wirbelsäule lang mache und dann wirklich Rippe für Rippe so drehe in die Aufrichtung, oder? Dann habe ich eine reguläre spiralige Verschraubung von der Wirbelsäule. Und wenn ich das eine Minute links und eine Minute rechts mache, dann habe ich einmal das ganze System passiv durchgedehnt, oder? Und das würde vielen Menschen gut tun. Um die Frage, ja, was braucht's dann an Bewegung, um gesund zu bleiben? Ich möchte noch ein paar Bilder zeigen. Mhm. Also das eine ist, wir haben Ausdauertraining. Das Joggen hast du angesprochen. Das machen wir für Herz-Kreislauf. Oder wenn der Herz-Kreislauf trainiert ist, das schützt vor koronaren Herzkrankheiten. Da weiß man auch die minimal wirksame Dosis, 2 Stunden pro Woche. Ich kann das verteilen, 4 mal eine halbe Stunde, so wie ich möchte. Aber das braucht es, damit ich den kardioprotektiven Wirkung davon habe. Das Zweite, ja, bei der Bewegung, das ist das Krafttraining. Das machen wir für die Muskeln. Da gibt es auch bestimmte Gesetzmäßigkeiten, 60 Sekunden die Spannung halten, mehrere Sätze. Da kommt es darauf an, möchte ich die Kraft Ausdauer, möchte ich mehr Muskelmasse. Das muss man dann gezielt anschauen, aber Krafttraining machen wir für die Muskeln. Und das Dritte, oder, das ist eben die Beweglichkeit von Kopf bis Fuß, die großen Gelenke, die kleinen Kleingelenke. Und dieses Beweglichkeitstraining, das machen wir für die Gelenke, damit wir beweglich bleiben. Und jetzt siehst du, das sind 3 verschiedene Dinge, oder? Und ich kriege die nicht alle unter einen Hut. Ich brauche aber alle 3 Dinge. Und dann geht's weiter. Wir haben die Balance, dass die häufigste Ursache, dass ältere Menschen ihre Selbstständigkeit verlieren, ist, dass sie stürzen, Unfall, was brechen. Und die Balance und auch die Reaktionsgeschwindigkeit, die Agilität, die leidet im Alter, die kann man spezifisch trainieren. Und das Letzte, die 5. Dimension, oder das ist die Entspannung, was wir auch schon angesprochen haben, die Stärkung ja, des Vagusnervs, des Parasympathikus, oder dass wir besser mit Stress umgehen können und dann entsprechend besser schlafen. Mhm. Also wenn es um die Gesundheit geht, oder, dann brauchen wir diese 5 Dimensionen. Wir brauchen ja Ausdauertraining fürs Herz, wir brauchen Kraft für die Muskeln, Beweglichkeit für die Gelenke, wir brauchen die Balance, speziell wenn wir älter werden, die Agilität, Reaktionsvermögen, Schnellkraft und wir brauchen die Entspannung. So, und jetzt ist es so, die meisten Menschen machen das, was sie gut können. Oder was sie gerade Lust haben, ja, und das sind vielleicht 2 Punkte. Das sind vielleicht 2 Punkte, oder? Und der starke Bär, oder, ist nichts mit Ausdauertraining, oder? Der geht Gewichte heben. Und die agile Katze, oder, die landet beim Yoga, oder? Und Gewichtheben ist ein Gräuel. Und meine Erfahrungsregel ist, das ist auch gut so. Man soll das machen, was man gerne tut. 2 Drittel, aber 1 Drittel Ausgleich. Also 1 Drittel investiere ich in das, wo ich nicht so gut bin, und 2 Drittel investiere ich in das, wo ich gerne tue und gut bin. Aber man muss diese 5 Punkte eigentlich updaten. Und das ist jetzt wirklich, jetzt habe ich die Sendung auch erst richtig verstanden, eine unfassbar bedeutsame Erkenntnis gerade. Ja, ja. Wenn ich jogge und entspanne mich. Aber weißt du, da ist auch nichts mehr da, alles ja, weg. Oder? Und das wird im Alter schlimmer.
Oder? Mhm. Jedes Jahr ab 20 so 1% Muskelmasse weg. Das kann man messen. Da gibt es tolle Methoden, die das genau messen. Ja, nicht wie die Fettwaage und so, nur so, die kann völlig falsch daneben liegen. Und wenn man jetzt schaut, dass bei deinem Gewicht, ja, ob du jetzt, ich sage mal, 25 oder 18 Kilo Muskelmasse hast, das sind Welten dazwischen. Mhm. Oder? Und die Muskelmasse kann man trainieren. Ja. Und vielleicht nochmal, weil da gibt es oft auch Missverständnisse, was heißt das und wie setzt man es konkret um? Ausdauertraining heißt, ich bringe das System Atmung, Herzschlag, Schwitzen, oder? Ich bringe das System zum Laufen, oder? Auf Touren. Krafttraining, und ich spüre das, wenn ich merke, oder? Es ist anstrengend. Nicht super anstrengend, aber es ist anstrengend. Und Krafttraining muss ich die Spannung 60 Sekunden im Minimum halten und dann spüre ich eine lokale Ermüdung. Und ohne die lokale Ermüdung, also wenn ich das mit Schwung mache und immer wieder eine Pause dazwischen und keine lokale Ermüdung, dass der Muskel erschöpft ist, dann nützt es nichts. Und die Beweglichkeit, oder? Die merke ich, oder? Dass die Gelenke dann beweglicher werden, dass es bewegt, wo es vorher nicht bewegt hat. Ja, das Gleichgewicht, oder? Das, klar, das merke ich auf der Treppe, wenn ich irgendwo entlang gehe, wo es schmal wird, ist mein Reaktionsvermögen. Und die Entspannung ist wieder ein bisschen schwieriger, weil wenn wir halt gestresst sind, dann haben wir die gar nicht so auf dem Radar. Mhm. Werden solche wertvollen Erkenntnisse da durch einen Spiraldynamiker, der das gelernt hat, auch vermittelt dem Patienten? Oder wird hier einfach wirklich ein Problem angeschaut, Bewegungsapparat und, mhm. und? Oder ganzheitlich? Also wir haben in der Spiraldynamik, das ist ja eine Therapiemethode, die und eine Trainingsmethode, die erklärt, wie der Körper funktioniert und mhm. wie man selber sich besser bewegen kann. Und von den 7000 Fachkräften sind 2/3 Therapeuten und die sind therapeutisch ausgerichtet. Aber wir haben 1/3, das sind Bewegungspädagogen. Mhm. Das heißt, das sind Sportwissenschaftler, das sind Tanzlehrer, das sind Yogalehrer. Und die haben das alle auf dem Radar. Mhm. Und bei den Therapeuten, vielleicht jeder Zweite, oder? Hat die Trainingsphysiologie auf dem Radar. Ja, es ist wirklich ein Augenöffnen, ja. oder? Ich meine, ich war mir dessen auch schon bewusst, dass es einfach mit dem Joggen und Entspannen so nicht sein kann. Gleichgewicht sind, habe ich noch relativ gut, hoffentlich die meisten, aber wie gesagt, diese Beweglichkeit und die Muskulatur geht alles zurück. Also wir machen da einen Test, der wurde von der Sporthochschule Köln entwickelt. In 25 Minuten haben wir alles durchgecheckt, alle Qualitäten, ohne, also mit wirklich intelligenter Algorithmen. Und da kann man wirklich überrascht sein. Ich hatte zum Beispiel letzte Woche einen Patient, der hat super Balance, aber nur auf einem Bein. Auf mhm. dem anderen nicht. Das wusste er nicht. Mhm. Oder ich habe super Balance, aber keine Reaktionsvermögen. Also da bin ich immer ein Freund des Messens, um mhm. zu schauen, ja, ob es wirklich so ist, wie man glaubt. Und wenn es dann so ist, dass die objektive Messung und deine subjektive Einschätzung übereinstimmen, das ist ein großes Plus. Aber meine, sind wir mal ehrlich, das ist doch etwas, wo ich ein 30er-Check, ein 40er-Check, ein 50er-Check eigentlich von ja, wenn ich es mir selber nicht bewusst bin, kann ich es ja nicht machen. So ist es. Eigentlich müsste mir das ja auch jemand sagen, hey, beste Gesundheitsprävention ist, dass du wirklich umfassend diese 5 Punkte in dein Leben integrierst. Bingo. Hm. Oder? Das ist wie beim Auto, den bringt man auch regelmäßig in großen ja. Service und kleinen Service, oder? Und, hm. und beim Körper ist es genau gleich. Oder? Und ich bekomme ja Erkenntnis, oder? Das ist ein wichtiger Punkt. Es ist nicht einfach dann nur Wissen, das ich habe, sondern ich bekomme Erkenntnis, relevante Erkenntnis für meinen Körper, für meine Gesundheit. Dann weiß ich, für was ich das tue. Ja, oder? Und wo die Schwerpunkte zu setzen sind. Hm. Ja. Vielleicht noch, ich beispielsweise mache so, oder? Weil die häufigste Frage ist, kommt, wie kriege ich das jetzt alles unter einen Hut? Oder diese 5 Dimensionen, klar. oder? Und ich mache es so, das Krafttraining, weil ich auch relativ wenig Muskelmasse habe, das mache ich jeden Morgen eine Viertelstunde. Ich habe keine Zeit und Lust, ins Fitnesscenter zu gehen, aber ich mache das nach allen Regeln der Kunst, aufbauen, verschiedene Muskelgruppen, dreidimensional so, mache ich jeden Morgen 15 bis 20 Minuten Krafttraining. Es ist ein super guter Start in den Tag, ja, weil der Körper ist dann durchblutet und in Form. Besser wie jeder Kaffee. Mhm. Und dann gehe ich 1-2 Mal die Woche mit meiner Frau joggen. Mhm.
relativ gemütlich. Wir unterhalten uns, tauschen uns aus. Also da ist kein Leistungsanspruch da, sondern einfach Herz-Kreislauf auf Touren bringen. Und einmal die Woche, ich mache das nur einmal die Woche, anderthalb Stunden lang, bewege ich mich von Kopf bis Fuß durch. Und das mache ich seit nicht mehr und ich bin sehr beweglich, staunen immer alle, wie beweglich ich bin, was ich noch machen kann. Und das liegt daran, dass ich einmal ja die Woche meinen Körper durchbewege. Und die zwei anderen Dimensionen, die Balance, ja die Agilität und das Entspannen, das baue ich in meinen Alltag ein. Also beispielsweise zwischendurch sage ich, okay, jetzt muss ich die Kleider wechseln, ja, vom nach der Arbeit, die Arztkleider ausziehen, das anziehen, dann mache ich das so schnell ich kann. Einfach mit Tempo, oder? Und dann muss jeder Handgriff sitzen und mein System ist gefordert, die Dinge schnell zu machen. Oder ich beim Joggen, ich renne mal eine kleine Strecke, einfach so schnell ich kann. Oder? Und wenn ich die Dinge einfach mal auf Tempo mache oder die Treppe runtergehen, ja, so schnell ich kann, immer schauen, dass man nicht fällt, oder? Dann wäre es falsch, oder? Das fordert das System, oder? Dass ich eben diese Reaktionsmöglichkeit, die Koordination habe. Ich nutze auch alles, was wackelt. Zum Beispiel, wenn ich in der Straßenbahn stehe, halte ich mich nicht fest, sondern ich nutze die Gelegenheit. Mhm. Ich nutze jede Gelegenheit, die Koordination und die Reaktionsschnelligkeit im Alltag, die sich mir bietet, zu nutzen. Dann habe ich keinen extra Zeitaufwand. Und das Gleiche mache ich mit dem Stress. Also wenn wir zwei jetzt hier zusammen sitzen, oder, dann schaue ich, oder, dass ich bei mir bin, dass ich schön ruhig atme, dass ich entspannt bin, dass ich auf deine guten Fragen antworten kann und nicht, dass ich irgendwie Stress habe. Und so mit jeden Tag, jeden Morgen 15 Minuten, zweimal joggen, einmal stretchen, den Rest im Alltag einbauen, komme ich mit minimalem Zeitaufwand auf eine maximale Wirksamkeit in allen fünf Dimensionen. Großartig. Ich danke dir ganz herzlich. Gerne. Für dein Beispiel und eben auch als Anleitung, was wir noch zu tun haben. Ich glaube auch, ich persönlich habe meine Hausaufgaben noch zu machen. War mir schon ein bisschen bewusst, aber jetzt nicht auf diese fünf Bereiche. Aber ich gelobe Besserung. Und ich werde dich beim Wort. Ja, du wirst mich sehen, wir werden uns wieder unterhalten. Herzlichen Dank, lieber Dr. Med. Christian Larsen, das war für Sie ein Arzt aus Zürich, der Begründer der Spiraldynamik, ein wichtig wunderbarer Mann. Und ich hoffe, wir konnten heute wieder ganz, ganz viel lernen. Bitte achten Sie auch selbst bei Ihrem Trainingsbedarf darauf, dass Sie wirklich diese fünf Punkte in Ihr Leben integrieren, so wie ich jetzt es auch gelobe, es besser zu machen. In diesem Sinne alles Gute, bis ein anderes Mal und auf Wiedersehen miteinander.